Monika Undorf ist eine außerordentlich ideenreiche, produktive und besonders kreative Wissenschaftlerin, die trotz des frühen Stadiums ihrer akademischen Karriere auf dem Gebiet der Metagedächtnisforschung zu den weltweit führenden Forscherpersönlichkeiten zählt. Doch was ist eigentlich das Metagedächtnis? Ich möchte dies anhand einer Anekdote illustrieren. Als junge Doktorandin eignete ich mir Methodenwissen über sogenannte tau-äquivalente Variablen an, die mir völlig unbekannt erschienen. Hätte mir jemand erzählt, dass ich dies bereits in meinem Studium gelernt hätte, hätte ich geantwortet, das kann nicht sein. Wenn mir das Konzept schon einmal bekannt gewesen wäre, wüsste ich es. Und dann begab es sich, dass ich aus alten Vorlesungsaufzeichnungen Altpapier machte und, Sie ahnen es, ich fand seitenlange Ausführungen über tau-äquivalente Variablen in meiner eigenen Handschrift. Beim Metagedächtnis handelt es sich also um das Wissen über das eigene Gedächtnis. Dies ist ein wichtiges Thema innerhalb der Kognitionsforschung, weil zum einen metakognitive Überzeugungen häufig falsch sind. Und zum anderen hängt der Erfolg bei kognitiven Aufgaben und beim Lernen wesentlich von Metakognition ab. Frau Dr. Undorf hat ihr Psychologiestudium in Bonn und Mannheim sehr zielstrebig und äußerst erfolgreich im Jahr 2005 nach nur 5 Jahren mit bestmöglichen Bewertungen in allen Fächern abgeschlossen. Für ihre Diplomarbeit erhielt sie den Otto-Sells-Preis für die beste Abschlussarbeit im Fach Psychologie. 2009 wurde sie mit einer Dissertation zum Thema Metagedächtnis und Lernen mit Summa Cum Laude promoviert. Beginnend mit der ersten Publikation ist die internationale Sichtbarkeit von Frau Dr. Undorf schlagartig gestiegen. Ihre erste Arbeit erschien in der führenden Zeitschrift der kognitiven Psychologie, hat wegen ihres methodischen Einfallsreichtums und der empirischen Gründlichkeit der Methodik unter Metagedächtnisforschern weltweit für große Aufmerksamkeit gesorgt. Ihre experimentellen Arbeiten zeigen, dass Erfahrungen im Moment der Enkodierung des Speicherns wesentlich zu Metagedächtnisurteilen beitragen, etwa die Erfahrung, dass assoziierte Informationen flüssiger verarbeitet werden. Neben mehreren Projekten hat sie ihre eigene Stelle bei der DFG eingeworben und ist Nachwuchsgruppenleiterin an der Universität Mannheim, gefördert durch eine Margarete von Wrangel Fellowship des Landes Baden-Württemberg. Ein Lehrpreis der Fachschaft Psychologie belegt ihre Exzellenz auch in der Lehre. International wurde ihr der Clifford T. Morgan Best Paper Award der Psychonomics Society verliehen und sie wurde als Invited Speaker zum Jahreskongress dieser Fachgesellschaft eingeladen. Die Association of Psychological Science hat sie zum Rising Star gekürt. Dies ist beeindruckend und darauf zurückzuführen, dass ihre Arbeiten das Wissen auf dem Gebiet der Metagedächtnisforschung weit vorangebracht haben. Außerdem hat sie Methoden bereitgestellt, die sich gerade als Standardmethoden der Metakognitionsforschung etablieren. Gutachten attestieren ihr nicht nur ein kohärentes Forschungsprogramm, sondern auch die Fokussierung auf die höchstrangigen internationalen Fachzeitschriften und damit Qualität vor Quantität. Außerdem ist sie bei den meisten ihrer Arbeiten Erstautorin in unterschiedlichen Teams. Sie hat somit in wenigen Jahren ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit und internationaler Vernetzung erreicht. Als zweifache Mutter ist die heute Ausgezeichnete außerdem ein herausragendes Vorbild, besonders für Frauen, die im Psychologiestudium stark überrepräsentiert, bei kognitionspsychologischen Professuren jedoch stark unterrepräsentiert sind. Ich hoffe, dass der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ihr weiteren Rückenwind gibt und gratuliere herzlich dazu.